Lageregelung oder Positionsregelung bezeichnet die Regelung der Position eines Systems, zum Beispiel einer Roboterachse oder eines Roboters. Dabei kann die Regelung des kompletten Systems, etwa in der Service-Robotik oder die Regelung des Interfektors, zum Beispiel bei Industrierobotern, gemeint sein. Die Struktur des Regelkreises ist häufig eine Ineinanderschachtelung von Lage, Drehzahl und Stromregelkreis, siehe auch Kaskadenregelung S. Position V, Geschwindigkeit A, Beschleunigung U, Spannung I, Strom im Motor PT1, Induktivität des Elektromotors PT1, Masse von Motor und Maschinenteil Blau, Lageregelkreis Grün, Drehzahlregelkreis Rot, Stromregelkreis Grau, Vorsteuerung der Drehzahl und Beschleunigung. Die Sollwertvorgaben kommen von der übergeordneten Positionssteuerung. Reglereinstellung. Um den Antrieb tatsächlich betreiben zu können, sind sinnvolle Einstellungen für die Verstärkungen der Regelkreise vorzugeben bzw. zu wählen. Dies geschieht zum Beispiel durch eine automatische Regleroptimierung oder alternativ durch auf Erfahrung beruhende Einstellwerte. Moderne Verfahren ermöglichen auch eine Adaption der Parameter, zum Beispiel in Abhängigkeit von der Massenträgheit des Systems. Ungünstige Reglereinstellungen führen hingegen zum Beispiel zum Überschwingen des Interfektors eines Roboters oder zum Brummen des Antriebes. Beides ist unerwünscht, da es sich negativ auf das Fahrverhalten einer Achse oder des gesamten Roboters auswirkt. Bei der Reglereinstellung wird zuerst der innere Kreis optimiert, dann folgen die äußeren Regelkreise.